Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Nachmittag habe ich mich eingefunden zur vierten Lesung von Mit Gott und den Faschisten von Karl-Heinz Deschner. Wir werden heute das fünfte Kapitel, wo es um die Kroatengräuel des Vatikan geht, abschließen und werden in das Nachwort noch ein wenig hineingehen, das hier geschrieben ist in dem Buch. Da wollte ich übrigens mal schauen, von wem das geschrieben war. Ich hatte es schon gelesen. Von Fritz Erik Huvels oder Hövels. Hövels wird das wohl sein. Der das Nachwort noch geschrieben hat. Aber jetzt gehen wir erstmal in den letzten Teil des fünften Kapitels über die Kroatengräuel und werden sehen, was der Autor uns hier jetzt noch sagt, wo wir im Unterkapitel der blutdürstigste Verbrecher aller Satellitenländer wurde bis zuletzt von der katholischen Kirche geschützt und gesegnet. Ja, da geht es natürlich um Ante Pavelic und der ist dann ja auch später noch über die Rattenlinien entkommen, aber das ist dann für eine andere Lesung. Der Autor sagt, bei der Kapitulation Italiens begann Pavelics Herrschaft bereits heftig zu wanken. Einige seiner Komplizen suchten sich deshalb zu salvieren. Der Minister der nationalen Verteidigung, Vukic, und der Außenminister Lorkovic organisierten eine Palastrevolte, wurden aber nach dem Misslingen des Anschlags erschossen. Im November wollte sich Pavelic dann selbst durch Verrat retten. Er bot dem Chef des alliierten Oberkommandos im Mittelmeerraum die Ustascha-Armee gegen die Deutschen an, freilich vergeblich. Am 24. März 1945 veröffentlichten die katholischen Bischöfe Kroatiens einen Hirtenbrief, der weniger ihren Diözesanen als den Alliierten galt. Sie hoben das den Engländern und Amerikanern geschickte Schreiben Pavelics und seinen Kampf gegen den Kommunismus hervor und erboten sich, die demokratischen Kräfte, die sie bisher bekämpft hatten, nun mit aller Macht zu unterstützen, was die Alliierten aber gleichfalls ignorierten. Endlich versuchte Pavelic noch mehrere Tage erfolglos, Erzbischof Stepinac zu seinem Nachfolger zu machen. Dann verabschiedete er sich in einer Geheimsitzung am 4. Mai 1945 im Erzbischöflichen Palais und ließ Stepinac eine Fülle von Dokumenten und ganze Kisten voller Gold, Edelsteine und Uhren zurück, die man im Palast Stepinacs und in verschiedenen Kirchen deponierte. Am nächsten Tag floh Pavelic mit seiner Familie und einigen tausend Gangstern, darunter etwa 500 katholische Priester, unter anderem der Erzbischof von Sarajevo, Ivan Saric, der 1960 in Madrid starb, und der Bischof Banja Luka, Jozo Gavic. Pavelic und Artukovic fanden mit geraubtem Gold reichlich beladen Aufnahme im Kloster St. Gilgen bei Salzburg. Das dürften übrigens, wie wir aus anderen Quellen ja inzwischen auch wissen, hauptsächlich Franziskanerklöster gewesen sein, die diese Flüchtigen beherbergten. Dann wurden sie von britischen Truppen verhaftet, aber bald infolge einer mysteriösen Intervention wieder freigelassen. Artukovic ging im November 1946 in die Schweiz, später nach Irland und schließlich in die USA, wo er nun 1965 in Los Angeles lebt. Pavelic, der sich wegen der Bemühungen der jugoslawischen Regierung um seine Persönlichkeit in Österreich nicht sicher fühlte, gelangte als Priester verkleidet nach Rom, wo er als Pater Gomez und Pater Benarez in einem Kloster wohnte. Ende 1948 erreichte er als Pablo Aranjos Buenos Aires immer noch im Besitz von 250 Kilo Gold und 1100 Karat Edelsteinen. Und begleitet von dem früheren Verbindungsmann zwischen Erzbischof Stepinac und dem Vatikan, dem Priester Krunoslav Draganovic, den ihm die Commissione d'Assistenza Pontifica zur Verfügung gestellt hatte. Also die unterstützende Kommission des Papstes ist das auf Deutsch. Nach dem Sturz Perons musste Pavelic 1955 untertauchen. Ja, Peron war der faschistische Diktator in Argentinien, der zusammen mit dem Vatikan die Rattenlinien geführt hat. Und darüber können wir halt viel mehr lesen in dem Buch Das wahre Odessa von Uki Goni. Da lesen wir auch von Pavelic mehr, als was wir hier jetzt in diesem Buch lesen. Aber dieser Peron wurde dann 1955 gestürzt und dann musste Pavelic untertauchen. Am 10. April 1957 entging er einem Revolverattentat und später auch der argentinischen Polizei.
Auf ungeklärte Weise kam er nach Franco, Spanien und fand, unbehelligt von jeglicher Justiz, Zuflucht in einem Madrider Franziskanerkloster. Im deutschen Krankenhaus der spanischen Hauptstadt starb der Verbrecher am 26. Dezember 1959 und erhielt noch auf dem Totenbett den Segen des Heiligen Vaters. Dass es sich hier nicht um den wahren Heiligen Vater im Himmel handelt, sondern um den selbsternannten Heiligen Vater aus Rom, das dürfte ja wohl jedem deutlich sein. In Spanien besteht übrigens noch heute eine strenge Ustascha-Organisation, die zuerst Erzbischof Saric führte und die nun in den Händen von Vjekoslav Luburić liegt, dem früheren Kommandanten sämtlicher kroatischer Konzentrationslager. Ja, über den Luburić hatten wir ja gelesen in dem Artikel von Wie man ein menschlicher Schlechter oder Schlachter wird, nicht wahr? Dieser Luburić ist auch entkommen, ja? Der Fotograf Hitlers, beschreibt Edmond Paris am Schluss seiner Dokumentation, wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt, nur weil er das Verbrechen begangen hatte, den Führer zu fotografieren. Dagegen blieben Tausende von Ustascha-Schwerverbrechern trotz ungezählter Proteste und Memoranden unbestraft, nur weil sie unter dem Schutz der römisch-katholischen Kirche standen. Wusste der Papst denn nichts? Was geht in Kroatien vor und alarmiert die ganze Welt? Unterstaatssekretär Montini, der spätere Papst Paul VI. Zitat. Und in der Tat, es ist entsetzlich, sagt Kurienkardinal Tisserand. Wusste der Papst nichts? Sogar italienische Zeitungen schrieben damals ganz offen über die Massaker. So stand am 18. September 1941 beispielsweise in einem Bologneser Blatt: Der erste Bruder von Assisi sprach mit den Vögeln und Fischen und nannte sie Brüder und Schwestern. Aber seine Jünger und geistlichen Erben, voll von Hass, massakrieren die Menschen im unabhängigen Staat von Kroatien, die vor Gott, dem Vater, ihre eigenen Brüder sind. Brüder von demselben Blut, derselben Sprache und derselben Muttererde, die sie genährt hat mit dem Saft ihrer Brüste. Sie massakrieren, sie töten und begraben die Menschen lebendig. Sie werfen ihre Opfer in die Flüsse, das Meer und in Schluchten. Scharen von diesen Mördern existieren und sind in einem Zustand wahnsinniger Erregung, angeführt von den Priestern und den katholischen Beamten. Ende Zitat. Das ist also erschienen 1941, ja, im September. Und wir hatten ja in einer anderen Folge dieser Lesung bereits gelernt, dass Eleanor Roosevelt, die Frau von FDR Roosevelt, dem amerikanischen Präsidenten, das alles als Gerüchte und Propaganda abgetan hat. Ja, ja. Im Londoner Rundfunk sagte der ehemalige jugoslawische Minister Vjekoslav Wilder am 16. Februar 1942 im Rundfunk, Zitat, und jetzt geschehen in der Umgebung von Stepinac die schrecklichsten Verbrechen. Das Blut der Brüder wird in Strömen vergossen. Die Orthodoxen werden gezwungen, zum katholischen Glauben überzutreten und die Stimme des Erzbischofs Stepinac erhebt sich nicht, um Widerstand zu predigen. Aber wir lesen, dass er in diesen Paraden der Faschisten und Nazis teilnimmt. Und was noch schlimmer ist, der Bischof von Zagreb, Salis Sevis, hat in seiner Neujahrsansprache Pavelić geradezu gelobt. Und der Erzbischof Saric von Sarajevo hat am 24. Dezember 1941 eine lange Ode auf Pavelić gedichtet. Ende Zitat. Der nun in England lebende römisch-katholische Kroat und frühere jugoslawische Minister Dr. Przislav Grisogono bat den Erzbischof von Belgrad, Dr. Ucskic, sich beim Papst für das Aufhören der Gemetzel zu verwenden. Darauf erwiderte der Erzbischof: Ich danke für Ihren Brief. Die Informationen über die Massaker haben wir bereits aus den verschiedensten Quellen erhalten. Ich habe alles an den Vatikan weitergeleitet und glaube, dass alles nur Mögliche getan werden wird.
Ende Zitat. Es wurde nichts getan. Es wurde gar nichts getan. Dabei trafen aus vielen Teilen der Welt und von allen alliierten Regierungen Protestschreiben beim Vatikan ein. Auch davon hat also Frau Roosevelt anscheinend nie gehört, ne? Aber Pius XII. Schwieg. Genauso wie über Auschwitz und anderes geschwiegen hat. Doch Kroatien, das Kroatien der Massenmorde und Folterungen, war ein vorwiegend, um nicht zu sagen rein katholisches Problem. Die Stimme des Papstes hatte dort das größte Gewicht. Alle unsere Taten, sagte der Erziehungsminister und spätere kroatische Gesandte in Berlin, Mile Budak, alle unsere Taten gründen sich auf die Treue zu der Religion und zur römisch-katholischen Kirche. Und Erzbischof Stepinac selber schrieb dem Papst von diesem kroatischen Staat, Zitat, bei jeder Gelegenheit bewies er seinen Willen, seinen katholischen Traditionen treu zu bleiben und eine strahlendere und bessere Zukunft für die katholische Kirche in diesem Teil der Welt zu sichern. Ende Zitat. Unter Staatssekretär Montini, der, wie ich sagte, der spätere Antichrist Paul VI. Wird, aber fragte in einer Unterredung mit Nikola Rucinovic, einem der beiden inoffiziellen Vertreter des Pavelic beim Vatikan, gleich beim Beginn des Gesprächs, was geht in Kroatien vor und alarmiert die ganze Welt? Ist es wahr, dass Verbrechen begangen worden sind und dass die Behandlung der Deportierten so schrecklich ist? Und Kurienkardinal Tisserand gestand dem kroatischen Vertrauensmann des Pavelic, Zitat, »Wüssten Sie nur, wie die an der adriatischen Küste stationierten italienischen Offiziere von euch sprechen?« In der Tat, es ist entsetzlich. Es ist kaum möglich, sich vorzustellen, dass solche Scheußlichkeiten begangen werden. Ich erfuhr aus sicherer Quelle, dass die Franziskaner von Bosnien und der Herzegowina sich bedauerlich aufgeführt haben. Solche Taten sollten nicht von zivilisierten und gebildeten Menschen verübt werden. Und noch viel weniger von Priestern. Ende Zitat. Aber der Papst schwieg. Wenige Tage nach Tisserands Bekenntnis erwiderte Antichrist Pius XII. Huldvoll ein Schreiben des Ustascha-Häuptlings. Am 6. Februar 1942 empfing Pius XII. 206 kroatische Jugendliche in Ustascha-Uniformen in Privataudienz nach Katoliki Četnik, also der Zeitung, in einer der heiligsten Hallen des Vatikans. Der ergreifendste Augenblick war, als die jugendlichen Ustaschen den Papst baten, ihren Poglavnik, den unabhängigen Staat von Kroatien und das kroatische Volk zu segnen. Jedes Mitglied erhielt eine Medaille zum Andenken. Doch Paveliks Attaché in Rom, Nikola Rusinovic, meldete am 9. Mai 1942, Zitat, »Wir haben viele Feinde. Sogar sogenannte Freunde attackieren uns durch Intrigen überall, besonders im Vatikan. Sie beziehen sich auf Gangster und Gangsterei in Kroatien. Man sagt, es seien 8000 Fotografien gesammelt worden als Beweis für die Verbrechen der Ustaschen an der serbischen Bevölkerung. Ende Zitat. Nun tatsächlich besaß das Vatikanische Staatssekretariat Fotografienalben von den Massakern und Massenbekehrungen. Es gab auch einen Verbindungsmann zwischen dem Erzbischof von Zagreb und dem Vatikan, nämlich Krunoslav Draganovic, ein Mitglied des Komitees für Bekehrung und Kaplan im Konzentrationslager Jasenovac, der später Pavelic auf seiner Flucht nach Südamerika begleitete. Es gab weiter den Benediktiner Giuseppe Ramiro Marcone, den Antichrist Pius XII. Bereits am 13. Juni 1941 am Namenstag von Pavelic unter dem Titel eines päpstlichen Visitators, also Nuncio, um das mal deutlich auf Deutsch zu sagen, zum Vertreter der Kurie in Zagreb ernannt hatte. Ja? Dieser Visitator ist ein Nuncio und ein Nuncio ist die höchste katholische Hierarchie, die die römisch-katholische Kirche in einem fremden Land vertritt. Der Delegat, de facto als Nuntius tätig, sagt der Autor hier dann auch, nahm an öffentlichen Kundgebungen teil, er saß im Ustascha-Parlament in der Diplomatenloge, er erschien zwischen hohen Offizieren, Hitlers, Mussolinis und Pavelics, er besichtigte Seite an Seite mit diesem
die Ustascha-Jugend und er wünschte ihm zum Namenstag am 13. Juni 1942, Zitat, dass Kroatien alle Schwierigkeiten überwinde und zu blühen beginne unter der Führung von Ante Pavelić. Ende Zitat. Ihr seht in diesem Video auch einige Bilder von dem Marcone, weil ich werde das Buch nochmal, den Film, den ich von diesem Buch Genocide in, oder Terror über Jugoslawien davon Edmond Peres habe, das werde ich hier auch nochmal runterlaufen lassen und da sind auch ein paar Bilder von dem Marcone bei, der ist meistens in weiß gekleidet, leicht zu erkennen dann. Und Erzbischof Stepinac ist während dieses Terrorregiments selber zweimal in Rom gewesen und vom Papst empfangen worden. Aber der Papst schwieg, ja? Aber der Papst schwieg. In einem Bericht vom 8. Februar 1942 an das Außenministerium in Zagreb erwähnte Nikola Rusinovic einen Besuch bei Monsignore Pietro Sigismondi, Chef der kroatischen Abteilung im Vatikan. Während unserer Unterredung sprachen wir über die Konversionen in Kroatien. Er sagte, der Heilige Stuhl sei darüber erfreut, doch die amerikanische und britische Presse verdamme uns, weil die Konversionen unter großem Druck der Behörden erfolgen, was der Heilige Stuhl natürlich nicht glaube. Ja, da muss ich mal eben unterbrechen. Diese Konversionen hat Edmond Paris in seinem Buch festgehalten, das er genannt hat, Convert or Die. Konvertiere oder stirb. Diese Konversionen waren nicht freiwillig. Ich meine, freiwillig bekehrt sich sowieso keiner zum Katholizismus. Und schon gar nicht in Kroatien in der Zeit. Aber wir fahren fort in dem Zitat hier. Also er sagte, der Heilige Stuhl sei darüber erfreut, doch die amerikanische und britische Presse verdamme uns, weil die Konversionen unter großem Druck der Behörden erfolgen, was der Heilige Stuhl natürlich nicht glaube. Es würde ratsam scheinen, etwas langsamer vorzugehen, um dem Heiligen Stuhl Vorwürfe, Anklagen und Dilemmas zu ersparen. Er bemerkte, dass sogar die italienische Presse von Zeit zu Zeit Artikel über die Massenkonversion der Orthodoxen zum Katholizismus veröffentliche. Ende Zitat. Der Osservatore Romano aber versicherte, die Bekehrung der Serben geschehe ohne den geringsten Druck der zivilen oder religiösen Behörden. Mit dieser Behauptung des päpstlichen Blattes vergleiche man das Memorandum, das die Führer der katholischen Slowenen am 1. März 1942 an den katholischen Bischof Ucic von Belgrad richteten, über den es den Vatikan erreichen sollte. Zitat: Im unabhängigen Staat von Kroatien wurden alle orthodoxen Bischöfe und Priester entweder getötet, gefangen gesetzt oder in Konzentrationslager geschickt, ihre Kirchen und Klöster zerstört oder beschlagnahmt. Es ist das eingestandene Hauptziel der Politiker in Zagreb, die serbische Bevölkerung in Kroatien auszulöschen. Die Konversionen zum Katholizismus haben dort nichts zu tun mit religiöser Überzeugung und sind erniedrigende Vorgänge für die römisch-katholische Kirche, deren Ansehen und Würde sie außerordentlich bloßstellen. Jeder unparteiische Beobachter muss zugeben, dass die Übertritte der serbischen Orthodoxen zum Katholizismus unter schrecklichem politischen Druck erfolgten. Steht es doch außer Zweifel, dass die Orthodoxen Kroatiens, die aus innerer Überzeugung konvertierten, an einer Hand zu zählen sind. Ende Zitat. Die slowenischen Katholiken schließen: Wir sind überzeugt, der Vatikan wird nach Kenntnis des Berichts gegen das tragische Schicksal, das die Serben erwartet, protestieren und das Ansehen des jugoslawischen Katholizismus retten. Vertraut mit der Lage in unserem Vaterland erachten wir es für nötig, dass erstens der Heilige Stuhl die blutige Verfolgung der Serben und ihrer Kirche öffentlich verdammt. Zweitens, der Heilige Stuhl alle Übertritte zum Katholizismus unter der bestehenden Schreckensherrschaft verbietet. Drittens, Personen, die zum Katholizismus konvertieren wollen, trotz des allgemeinen Verbotes, einer besonderen Erlaubnis des Heiligen Stuhles bedürfen, der jeden einzelnen Fall prüft. Und viertens,
der Heilige Stuhl die kroatischen Bischöfe veranlasst, die serbisch-orthodoxen Christen und ihre Priester unter ihren Schutz zu nehmen. Tja. Das also hätte der Heilige Stuhl nach Überzeugung von Katholiken, von slowakischen römischen Katholiken tun sollen. Und was tat er? Er ernannte den Primas der kroatischen Kirche zum Militärvikar der Ustaschen. Er ließ am 27. März 1942 seine Genugtuung über das Vorgehen der kroatischen Bischöfe ausdrücken und ihnen in Anerkennung ihrer großen Verdienste seinen apostolischen Segen übermitteln. Er segnete auch den größten Gangster aller Satellitenstaaten zu Beginn seiner blutigen Laufbahn, während derselben und auf dem Totenbett. Und er ernannte den engsten Bundesgenossen dieses Mannes, den Erzbischof Stepinac, der noch nach dem Krieg vom Westen den Einsatz seiner Atommacht erwartete, um Moskau und Belgrad westliche Zivilisation zu bringen, bevor es zu spät sei. Er ernannte ihn zum Kardinal. Deswegen seht ihr im Video Stepinac teilweise als Erzbischof und teilweise als Kardinal. Ja? Weil er eben noch vor dem Krieg, nach dem Krieg, hier zum Kardinal ernannt wurde. Dabei war Stepinac damals schon längst vom obersten Volksgericht in Zagreb zu 16 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Er ist wahrscheinlich dann nie angetreten, ne? Hat sich nicht zum Dienst gemeldet, ne? Verfolgt hat man das wohl nicht. Doch auch jetzt noch bekannte sich Antichrist Pius XII. Vor aller Welt zu ihm. Und mit Recht. Denn der Bischof, den der Papst nun als Beispiel apostolischen Eifers und christlicher Seelenstärke rühmte, hatte ja nur geduldet, was auch der Papst geduldet hatte. Und so schrieb dieser am 12. Januar 1953, Zitat, obwohl er abwesend ist, umarmen wir ihn mit väterlicher Liebe und wir wünschen innig, dass jedermann wisse, dass unser Entschluss, ihn mit der Würde des römischen Purpurs auszuzeichnen, keinem anderen Grund entspringt, als ihm in geziemender Weise seine großen Verdienste zu vergelten. Er kriegt also hier das römische Purpur ausgezeichnet. Das ist die Kardinalskleidung. Und wie die Bibel sagt, die Hure Babylon ist gekleidet in Scharlach und Purpur und bedeckt mit Gold und Edelsteinen und Marmor und anderen teuren Dingen. Naja, schaut man sich in Rom einmal um und dann sicher, wenn eine Kardinals- und Bischofsversammlung ist, dann sieht man Rot und Purpur und man sieht viel Gold und die Leute wollen es trotzdem noch nicht glauben. Also das finde ich einen der wichtigsten Absätze, die ich gerade eben hier gelesen habe. Diese Heuchlerei des Papstes. Ja? Einen verurteilten Schwerverbrecher, aber er ist natürlich aus der Kurie, also er ist natürlich aus der Hierarchie der römischen Kirche als Erzbischof und jetzt sogar zum Kardinal ernannt, diesen Mann so zu loben, so zu preisen in aller Welt. Ich meine, da ist es doch wurscht, ob der Papst zu anderen Leuten schweigt oder zum Holocaust oder sonst was schweigt, wenn man, wie man sieht, hier, wenn er solche Leute preist, wenn er solche Leute befördert, wenn er zu solchen Leuten dann auch noch sagt, dass er seine großen Verdienste hat, die ihm vergolten werden, dadurch, dass er ihn zum Kardinal befördert, dann sagt das doch genug. Dann muss der Papst zu all den anderen Dingern gar nicht sagen, wo wir gerade sagten, der Papst schwieg, ja? Natürlich hat er geschwiegen. Und wenn er was gesagt hat, dann hat er so etwas gesagt. Dann hat er Leute befördert und in Stände und sonst wohin erhoben. Naja, die es natürlich normalerweise gar nicht verdient hätten. Ja? Also, seine großen Verdienste errang Erzbischof Stepinac als Primas eines Staates, in dem von 2 Millionen orthodoxen Serben 240.000 gewaltsam zum Katholizismus bekehrt oder konvertiert wurden und mindestens, füge ich hinzu, 750.000, oft nach grausamsten Folterungen, die wir ja auch in den anderen Lesungen besprochen hatten,
ermordet worden sind. 750.000. Nach niedrigster Schätzung 600.000. Nach höchster annähernd 1 Million. Also 750.000 ist ein Mittel darin. Weil im Gegensatz zur Inquisition, wo noch ziemlich genau Buch geführt wurde, wurde hier wahrscheinlich auch gar nicht so genau Buch geführt. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn man sich überlegt von diesem menschlichen Schlechter, wie die Hunderte von Menschen oder Tausende von Menschen teilweise abgemetzelt haben, da wird wahrscheinlich nicht Buch drüber geführt, wen sie umgebracht haben. Von daher sind diese Zahlen nur Schätzungen. Aber man kann ganz deutlich davon ausgehen, dass es mindestens 600.000 eher bei 1 Million gelegen hat. Ja? Kommen wir zum letzten Absatz dieses Kapitels. Erwägt man das Verhalten Antichrist Eugenio Pacellis Papst Pius XII. Zur Politik von Mussolini, Franco, Hitler und Pavelic, so scheint es kaum eine Übertreibung zu sagen, Pius XII. Ist wahrscheinlich mehr belastet als jeder andere Papst seit Jahrhunderten. Mittelbar und unmittelbar ist er so offensichtlich in die ungeheuersten Gräuel der faschistischen Ära und damit der Geschichte überhaupt verstrickt, dass es bei der Taktik der römisch-katholischen Kirche nicht verwunderlich wäre, spräche man ihn heilig. So, und zur Heiligsprechung lesen wir bei Wikipedia das Folgende. Antichrist Papst Paul VI., das ist also dann der Nachfolger, weil erst kam Johannes der 23., der hat Pius den 12. gefolgt, dann der Nachfolger von Johannes dem 23. war Paul VI. Er eröffnete 1965 den Seligsprechungsprozess für Pius den 12. Das ist also das Buch, in dem Karl-Heinz Deschner das Jahr, in dem Karl-Heinz Deschner das Buch hier veröffentlicht. In demselben Jahr eröffnet also Antichrist Papst Paul VI. Den Seligsprechungsprozess für Pius den 12. Als Voraussetzung für dessen Seligsprechung votierte die zuständige Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse im Mai 2007 zugunsten des heroischen Tugendgrades des Papstes. Antichrist Benedikt XVI., also unser deutscher Papst Ratzinger, würdigte seinen Vorgänger anlässlich des 50. Todestages am 9. Oktober 2008 mit einer feierlichen Messe im Kreise der Teilnehmer der Bischofssynode. In der Predigt hob Antichrist Benedikt XVI. Die Leistungen von Antichrist Pius XII. Hervor und verteidigte ihn offen gegen Kritik. Das Seligsprechungsverfahren für Pius XII. Hat am 19. Dezember 2009 eine weitere wichtige Hürde genommen. Antichrist Benedikt XVI. Hat an diesem Tag seinem Vorgänger den heroischen Tugendgrad zuerkannt. Damit ist das Beatifikationsverfahren in die entscheidende Phase getreten. Für die Seligsprechung des Pacelli-Papstes braucht es noch den Nachweis einer Wunderheilung. Na, die werden Sie dann wahrscheinlich auch noch mal schnellstmöglich irgendwann ranziehen. Also noch ist er nicht heilig gesprochen, aber ich denke mal, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Das kann man nachlesen in dem Wikipedia-Link über Pius den 12. auf Deutsch. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Damit ist das 5. Kapitel zu Ende, das uns die ganze Zeit über diese Kroatengräuel des Vatikans erzählt hat. Eine unglaublich wichtige Sache, die ich fand. Und jetzt gehen wir noch einmal in das Nachwort hinein. Das sind nochmal knapp 6 Seiten Nachwort, die, wie gesagt, geschrieben wurden von dem Fritz Erik Hövels. Da lese ich dann mal eben kurz vor, um wen es hier geht. Dr. Fritz Erik Hövels, Diplompsychologe, geboren am 6. Januar 1948 in Frankfurt am Main, studierte Psychologie und Altphilologie und praktiziert als Psychoanalytiker im Sinne der unverwässerten Psychoanalyse Sigmund Freuds in Freiburg im Breisgau. Seine wichtigsten Bücher Marxismus, Psychoanalyse, Politik, Wilhelm Reichs Beitrag zur Psychoanalyse und Wie Unrecht hatte Marx wirklich, der erste Band, erschienen alle im Ahriman Verlag, also derselbe, ja, teuflische Verlag hier, von dem auch Karl-Heinz Deschner vertrieben wurde. Daneben eine Menge wissenschaftlicher Arbeiten zur Anwendung der Psychoanalyse in den Fachzeitschriften Hermes, das sagt schon wieder alles, Praxis der Psychotherapie vom Sprenger Verlag,
System UBW aus dem Ahriman Verlag sowie politische Aufsätze und Betrachtungen in der Zeitschrift Ketzerbriefe, ebenfalls aus dem Ahriman Verlag. Einige seiner Werkungen sind auch in Übersetzungen erhältlich. So, und von dieser Person, wie gesagt, also mir gefällt weder die Person des Autoren, Karl-Heinz Deschner, noch die Person von dem Fritz-Erik Hövels, von dem wir jetzt das Nachwort lesen. Aber trotzdem lese ich es, aber aufgrund dessen, dass ihr ja jetzt wisst, um welche Person es sich handelt, nehmt es bitte mit der entsprechenden Menge an Zweifel auf, ja, und wir müssen hier zwischen den Zeilen lesen, sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Also der Hövels schreibt ja in dem Nachwort zu Karl-Heinz Deschners Buch mit Gott und den Faschisten. Als die USA gegen ihren imperialistischen Konkurrenten Hitler gewonnen und die größere Hälfte Deutschlands in ihre Gewalt gebracht hatte, stand sie vor einem Problem. Hitler bzw. der von seiner Partei kontrollierte Staatsapparat hatten eine ganz riesige Menge ganz abscheulicher Verbrechen vollbracht, die ihn und seine Anhänger moralisch extrem kritisierbar machte, was kein Kriegsgegner ungenützt lassen wird. Doch waren diese Verbrechen in der Hauptsache von der gleichen Tendenz getragen worden wie die gesamte Politik aller US-Regierungen seit wenigstens 100 Jahren auch. Der Bekämpfung des Kommunismus, im weitesten Sinne der Bekämpfung jeder von eigenen Staatsapparat weder manipulierten noch unterwanderten Selbstorganisation des vom Erbrecht nicht begünstigten Volkes und damit, weil das deren innerste Substanz ist, auch der gesamten authentischen Aufklärung von Meslier bis Rousseau und Voltaire. Und so waren auch so ziemlich alle potenten und opferbereiten Gegner Hitlers auch die Gegner der USA. Das ist ja praktisch, ne? Und so waren auch so ziemlich alle potenten und opferbereiten Gegner Hitlers auch die Gegner der USA. Wie heißt das so schön? Der Feind meines Freundes ist mein Feind, ne? Und des von ihr getragenen politisch-ökonomischen Systems gewesen. Mit ihnen ließ sich in dem eroberten Westdeutschland kein US-treuer Staat aufbauen. Ganz im Gegenteil. Sie gehörten genau in die gleichen Gefängnisse zurück, aus denen sie jetzt herausgekommen waren, falls sie, selten genug, überlebt hatten. Nochmal. Mit wem kann man keinen Staat machen? Und so waren auch so ziemlich alle potenten und opferbereiten Gegner Hitlers auch die Gegner der USA. Und des von ihr getragenen politisch-ökonomischen Systems gewesen, also Kapitalismus. Mit ihnen ließ sich in dem eroberten Westdeutschland kein US-treuer Staat aufbauen. Mit den Gegnern Hitlers also, was mache ich? Ich nehme Hitlers Kinder, ne? Ja, aber eine ewige direkte Besatzungsregierung. Ein permanentes Militärgouvernement Westdeutschland sah auch nicht so gut aus. Umso weniger, als es ja, Gott sei es geklagt, unter dem Schutz der zwar grässlich ramponierten, aber ärgerlicherweise dennoch überlebenden Sowjetunion eine zwar viel schwächere, aber zum Vergleich allemal permanent einladende ostdeutsche Konkurrenz gab. Und so wurde der bösartige, auf klassisch-völkischen Kriterien aufgebaute Morgentauplan in Windeseile fallen gelassen. Es wäre doch zu unvorteilhaft gewesen, das kommunistische Gegenspiel dann lockend vor der Nase zu behalten, welchem völkische Kriterien nun einmal fehlen. Und stattdessen unter dem Schlagwort Schaufenster des Westens ein gewissermaßen entgegengesetzter Köderungsplan verfolgt. Ich hoffe, das haben einige, die immer von Morgentauplan und diesen anderen Plänen da, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber es gab da ja verschiedene Sprechen, die mal verstehen, dass diese Pläne zwar bestanden, aber dass diese Pläne nie durchgesetzt wurden, eben weil sich hier auch der Antichrist, sage ich jetzt mal, an höchster Stelle, oder der General der Jesuiten, am Ende anders entschieden hat und eben
der Sowjetunion nicht so leichtes Spiel geben wollte. Man brauchte ja erst noch den Kalten Krieg. Und dafür ist es dann viel angenehmer, ein Deutschland aufzubauen, das hier das Schaufenster des Westens sein würde. Und deswegen würde gewissermaßen ein entgegengesetzter Köderungsplan verfolgt. Also anstatt die Deutschen vollständig durch den Morgentau und andere Pläne zu vernichten, macht man sie wieder groß. Dazu war aber eine erkennbar autochthone, jedoch verlässlich US-gehorsame deutsche bzw. teildeutsche Regierung unerlässlich. Nur, woher nehmen und nicht stehlen? Für einen ganzen Staatsapparat mit allen Beamten und dem riesigen Personal der schon 1944 in einer Regierungsinstitution designten und synthetisierten, wie das bald darauf auch in Griechenland der Fall sein sollte, und danach auch produzierten Lizenzparteien US-Deutschlands, brauchte man nun einmal eine ganze Menge Leute. Das konnten nach Maßgabe der oben skizzierten Voraussetzungen in der Hauptsache nur die recycelten, entnazifizierten Nazis sein. Von der Substanz her war das nicht schwierig. Antikommunisten waren sie ja schon. Und Opportunisten, somit bereit, dem jeweils Stärkeren zu folgen, waren sie in ihrer großen Masse ebenfalls gewesen. Opportunisten sind für die Menschheit viel gefährlicher als Fanatiker. Diese blieben ohne jene wirkungslos. Und ekliger als Fanatiker sind sie auch, mit allen pragmatischen Konsequenzen. Siehe zum Beispiel Globke, der Hitler wie Adenauer verlässlich diente. Aber von ersterem wegen allzu radikalem Antisemitismus hatte gedämpft werden müssen. Globke musste von Hitler wegen allzu offensichtlichem und radikalem Antisemitismus gedämpft werden müssen? Das liest man auch nicht oft, ja? Verwertbar wären sie also mühelos gewesen. Sie hatten ja in ihrer Masse sogar darauf im letzten Kriegsjahr regelrecht gefiebert. Bündniswechsel der USA. Diese mit dem Deutschen Reich gegen die Sowjetunion. Ha, aber dann hätte man sie von ihrem höchst verdienten moralischen Stigma befreien müssen, das andererseits psychologisch-propagandistisch so brauchbar war, zumal die calvinistisch dominierte USA als einziger mehrheitlich von Christen bevölkerter Staat der Welt sich keiner nennenswerten Ausfälle, gar Diskriminierungen und blutrünstigen Gewaltakte gegen die jüdische Minderheit schuldig gemacht hatte. Der einzigen, die der christliche Totalitarismus ganz knapp und schikaniert das Mittelalter gerade noch hatte überleben lassen, so sehr er sie als Gegenbeispiel seiner Lehre hassen musste, gegen die sie, dogmatisch, historisch gesehen, auch noch ärgerlicherweise im Recht war. An dieser Stelle besaß die USA gegenüber Europa, das in Hitlers Zugriffsbereich sein ererbtes Minus gerade noch einmal drastisch aufgefrischt hatte, eindeutig und vor allem qualitativ, nicht nur reichtumsbedingt quantitativ wie an etlichen anderen Stellen, ein eindeutiges moralisches Plus, das viel zu nützlich zum Verschenken gewesen wäre. Die Quadratur des Kreises stand also an. Man musste die Nazis für den eigenen Zweck recyclisieren, schon um den Fortgang der Verfolgung gemeinsamer Gegner zu sichern, andererseits aber hinter irgendetwas verstecken. Dazu kam nur die Kirche in Frage. In Deutschland waren das die römisch-katholische Kirche und deren lutherischer Juniorpartner, das finde ich, Entschuldigung, aber das finde ich von dem Hövel sehr schön geschrieben, die Lutherkirche in Deutschland ist der Juniorpartner der römisch-katholischen Kirche, ich hätte es selbst nicht besser ausdrücken können, welcher schon lange allen reformatorisch-ideologiekritischen Schwung verloren hatte. Und das ist dann gegipfelt 1999 in der gemeinsamen Unterzeichnung der gemeinsamen Rechtfertigungserklärung mit der römisch-katholischen Kirche, ne? Das war hier schon abzusehen zu der Zeit. Also, in Deutschland waren das die katholische Kirche und deren lutherischer Juniorpartner, welcher schon lange allen reformatorisch-ideologiekritischen Schwung verloren hatte und eigentlich nur noch seine ältere Schwester um deren Bequemlichkeit, Geschlossenheit und Zölibat beneidete,
welches letztere praktisch veranlagten Menschen ein so viel stressfreieres und zugleich abwechslungsreiches Privatleben ermöglicht als fast allen anderen. Und so kam nicht nur Adenauer zu seinem Posten, da steht es hier in Englisch gesprochen geschrieben, wollen Sie Bundeskanzler werden? Er erzählt es uns selbst. Sondern auch die gewaltgestützte Legende in die Welt bzw. nach Deutschland, dass die Kirche, besonders die römisch-katholische, so gar nichts Ernstes mit dem Dritten Reich zu tun gehabt habe. Ja, eigentlich sozusagen immer dagegen gewesen wäre, gar substanziell dem Faschismus, dessen Originalform sie immerhin in ihrem Vatikanstaat verdankt, nicht zu vergessen, geradezu entgegengesetzt statt affin sei. Das ist ein furchtbar wichtiger Satz. Weil, wenn ich das Buch ganz lese, dann fangen wir vorne im Buch an, ich habe da heute schon mal reingelesen, dann fangen wir vorne im Buch an, der Vatikan und der italienische Faschismus. Und wir lernen, wie der Papst Pius der XI. Und auch der Vorgänger ein wenig, der Benedikt der 15. Mussolini überhaupt in den Sattel geholfen haben, Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Unglaublich wichtig, ja. Aber nach außen hin, oh, da gibt der Vatikan sich dann immer antipolitisch und sicher antinationalistisch und antifaschistisch. Und hier in diesem Satz wird das alles zunichte gemacht, vor allen Dingen, wenn man den Anfang dieses Buches kennt. Wenn ich es ganz lese, gut, dann könnt ihr das noch hören später. Wenn ich es nicht ganz lese, könnt ihr euch das Buch selbst besorgen. Aber diesen Satz möchte ich jetzt gerne nochmal lesen. Und so kam nicht nur Adenauer zu seinem Posten, wollen Sie Bundeskanzler werden? Er erzählt es uns selbst, sondern auch die gewaltgestützte Legende in der Welt bzw. nach Deutschland, dass die Kirche, besonders die römisch-katholische Kirche, so gar nichts Ernstes mit dem Dritten Reich zu tun gehabt habe. Tja, eigentlich sozusagen immer dagegen gewesen wäre, gar substanziell dem Faschismus, dessen Originalform sie immerhin in ihrem Vatikanstaat verdankt, nicht vergessen, geradezu entgegengesetzt, statt affin sei. Diese Lüge war faustdick. Ihre politische Motivation mit Händen zu greifen, und so gehörte auf die Wahrheit ein kräftiger und dicker Sargdeckel. Und auf diesen noch ein riesiger Scheißhaufen an Schulbuch und sonstiger Propaganda. Dafür lieferte besagte Kirche zu Nutz und Frommen der Besatzer den von diesen recycelten Nazis das bitter benötigte Feigenblatt, da sie nackt doch allzu hässlich ausgesehen hätte. Den von der CDU unverwertbaren, gar nicht so kleinen Rest hatte man übrigens in der SPD untergebracht. Siehe Helmut, nicht Kohl, und dessen Wirtschaftsminister Schiller, nicht den Dichter, also Schmidt. Um diese Rolle erfüllen zu können, musste das nach der relativ freien und aufgeklärten Weimarer Zeit wiedererstehende Gepfaff aber mit lokaler Macht ausgestattet werden, ähnlich wie in Frankreich nach dem Wiener Kongress. Und das wurde es nicht zu knapp. Die sozusagen protofeministische, insbesondere jugendfeindliche Prüderie der Adenauerzeit, die solcher Art der US-Retorte entsprungen war, war stinkend und erstickend, lebenswürgend und seelenzerstampfend, der Lustmord, ihr sensationsträchtiges Lieblingsverbrechen, die Kindesmisshandlung, ihr verschwiegenes und gesellschaftlich gedecktes, das graue Pendant zur grellen Sensation, aber dafür hunderttausendfach häufiger und obendrein durch eine verdeckte kommunizierende Röhre mit jenem verbunden, und das persönliche Leben fast aller wurde so, dass es einer Alice Schwarzer das Herz im Leibe hüpfen ließe, dem Papst auch, so ziemlich allen anderen Menschen aber nicht. Einer davon war Karl-Heinz Deschner, persönlich gebeutelt genug von besagter mit neuer Lokalmacht belehnter Kirche. Ist das etwa eine Schande? Darf das Opfer etwa nicht über die Täter nachdenken? Ist es für einen Juden eine Schande, vom Dritten Reich etwas abgekriegt zu haben? Haftet seinen eventuellen Untersuchungen das desselben, wie sie etwa Raoul Hilberg so vorbildlich geleistet hat, deshalb notwendigerweise Parteilichkeit an?
der als erster namhafter Autor mit diesem endlich wieder vorliegenden Buch dem besagten, mit einem riesigen Propagandahaufen zusätzlich vollgekackten Deckel über der Wahrheit gelüftet hat, der Wahrheit über die enge Verbindung und Verbundenheit zwischen NSDAP und Kirchen, über die zwar jeder Erwachsene dieser Zeit alles Nötige wusste, aus Furcht vor der Besatzungsmacht bzw. deren neuen landesinternen und mit lokaler Macht belehnten Verbündeten aber niemals aussprach, während die Reklerikalisierung des Staates und die Seelenreconquista auf Hochtouren lief. Schon sehr lange hatte es an Ort und Stelle nicht mehr so viele geregistrierte Kirchenmitglieder gegeben wie damals. Dazu waren die Juden weg und die Moslems noch nicht da. Jedes Korrektiv fehlte also. Und die Hirnzermanschungsmaschine funktionierte ungebremst. Ganz wenige isolierte Individuen versuchten, Korrektiv bzw. Bremse zu ersetzen. Arno Schmidt war einer davon, Deschner ein anderer, und beide bedrohte eine ehrlose, verachtenswerte Justiz. Der kleinste Geist, der niedrigste Krakehler konnte gegen sie dort die religionshüterische Analogie einer Claudia Simone Dinkel abgeben, und immer wieder gab es solche staatsgepäppelten Stinktiere gegen die edelsten Geister ihrer Zeit und ihres Landes. Sowohl Schmidt wie Deschner überlebten, auch im bürgerlichen Sinn des Wortes, diesen Dreck nur knapp. Man merkte es beiden an. Sie waren auch nicht die einzigen, aber ziemlich allein auf weiter Flur standen sie doch. Und es ist eine große Schande des so würdelos verreckten Ostblocks, dass er beiden in seiner tiefen Feigheit nicht nur vor seinem mörderischen militärischen Gegner, die man verstehen könnte, sondern auch vor dem gewöhnlichen Gepfaff keinen noch so kleinen Finger zur Hilfe reichte. Dolle taktisch, nicht wahr? Super schlau! Ja, und vor allen Dingen, wenn man das durchschaut. Der Herr Hövels regt sich hier darüber auf, ich überhaupt nicht, weil ich weiß, dass die Jesuiten beide Seiten bespielen. Und wenn man das weiß, dann ist es nicht weiter schwer. Aber das ist leider dem Autoren hier entgangen. Umso höher ist der Individualeinsatz zu schätzen. Ganz vergeblich, ganz Don Quixote war er nicht. Ohne ihn wäre der Prozentsatz lebenslang. Weiterwirkender Säuglingstaufen sicher... Entschuldigung, nochmal. Umso höher ist der Individualeinsatz zu schätzen. Ganz vergeblich, ganz Don Quixote war er nicht. Ohne ihn wäre der Prozentsatz lebenslang weiterwirkender Säuglingstaufen sicher deutlich höher, mit allen gesellschaftlichen Folgen. Und das sollte beiden einen gewissen Stolz auf ihr Lebenswerk sichern, da es zu diesem berechtigt. Wie gesagt, vor Deschners hier wieder vorliegendem mutigen Geschichtswerk hatten sich alle geeinigt, die nicht gerade schwer auffindbare Wahrheit zu verschweigen. Und wie drastisch das nachwirkt, zeigt in jüngerer Zeit die militärische Vernichtung Jugoslawiens. Da sprechen wir also jetzt über die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Der Völkermord der von Hitler dabei geschützten, vom Vatikan gesteuerten Kroaten an allen Serben, die sie erwischen konnten. Nie gab es ein serbisches Pendant. War unbekannt, außer eben den Deschner-Lesern, und das erleichterte die NATO-Wiederauflage des alten Hitlerwerks. Nochmal, zum besseren Verständnis bitte, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wie gesagt, vor Deschners hier wieder vorliegendem mutigen Geschichtswerk, wir sprechen über das Buch Mit Gott und den Faschisten, das lange Zeit außer Druck war und das 2012/13 neu aufgelegt wurde. Und dann wurde auch dieses Nachwort dazu gedruckt. Ja? Also, wie gesagt, vor Deschners hier wieder vorliegendem mutigen Geschichtswerk hatten sich alle geeinigt, die nicht gerade schwer auffindbare Wahrheit zu verschweigen. Es ist nicht schwer, die Wahrheit zu finden, aber man muss sie ja nicht aussprechen, sagt er hier mit den anderen Worten. Und wie drastisch das nachwirkt, zeigte in jüngerer Zeit die militärische Vernichtung Jugoslawiens. Also in den 1990er Jahren. Der Völkermord der von Hitler dabei geschützten und vom Vatikan gesteuerten Kroaten an alle Serben, die sie erwischen konnten. Nie gab es ein serbisches Pendant, eine serbische Rache für das, was die Kroaten den Serben angetan haben.
war unbekannt. Außer neben den Deschner-Lesern, und das erleichterte die NATO-Wiederauflage des alten Hitlerwerks. Der Satz dürfte jetzt hoffentlich deutlich gewesen sein. Wir haben es mit an diesem Buch zu danken, dass viele Leute jetzt vielleicht auch den Konflikt der 1990er Jahre anders sehen. Das war mit anderen Worten nichts weiter als eine Neuauflage des Hitlerwerkes unter NATO-Ägide. Ja? Also, der Völkermord der von Hitler dabei geschützten, vom Vatikan gesteuerten Kroaten an allen Serben, die sie erwischen konnten, nie gab es ein serbisches Pendant, war unbekannt. Außer eben den Deschner-Lesern, und das erleichterte die NATO-Wiederauflage des alten Hitlerwerkes an der Adria ganz beträchtlich. So gibt es eben nach wie vor Völkermorde zu verschiedener Klasse. An den Juden erster Klasse, an den Armeniern zweiter Klasse, an den Serben dritter Klasse. Und irgendwo erscheinen da auch noch die Protestanten, wahrscheinlich ganz unten auf der Stufe. Es ehrt Deschner sehr, dass er auch die Opfer dritter Klasse nicht vergessen hat, als einziger, lediglich bekannter Autor seiner Zeit. Und dadurch sollte nicht mehr zu übersehen sein, dass alle streng als solche klassifizierbaren Völkermorde und seht, dass keiner entwische, in Wahrheit nur Religionsverfolgungen sind. Tantum religio potuit suadere malorum. Seht, dass keiner entwische, da zitiert Herr der Erik Hövels aus der Bibel, 1. Könige 18,40, und das habe ich deswegen nicht direkt erwähnt, weil das eben eine total aus dem Zusammenhang gerissene ein zusammengerissenes Zitat ist. Die Verfolgungen der Israeliten, die sie an die Heidenvölker im Alten Testament machten, hat überhaupt nichts damit zu tun, was hier die Völkermorde der römisch-katholischen Kirche sind. Und das ist eben das Gefährliche an solchen Büchern. Wenn man das jetzt einfach liest, dann sagt man von, ah ja, und das ist auch so biblisch, weil der zitiert ja erstes Buch Könige, 1840. Ja, das ist ja richtig. Damals haben die Israeliten ja auch die Heiden verfolgt und getötet. Ja, aber dazu müsste man ein wenig mehr lesen als nur dieses eine Buch, Erste Könige. Dazu müsste man auch ein bisschen mehr Verständnis haben als das. Und deswegen finde ich dieses Buch auf der einen Seite zwar interessant, aber auf der anderen Seite brandgefährlich. Nämlich in den Händen der falschen Person kann man mit der Information, die hierin ist, ganz andere Erkenntnisse haben, als die, die man eigentlich haben sollte. Ja? Das musste ich nochmal eben hinzufügen. Aber wir sind ja sowieso kurz vorm Ende. Nicht nur taktische Überlegungen bestimmten das Bündnis der Religionsführer mit den faschistischen Regierungen ihrer Zeit. Es war die Substanzgleichheit beider. Ihre Homousie oder wenigstens Homoiousie, das ist Wesensgleichheit, mit diesen ihren modernen ideologischen Vettern oder Neffen. Die Ablehnung der Vernunft als höchster Urteilsinstanz, des Individuums als einziger Wertungsquelle, der Primat der Fremdbestimmung vor der Selbstbestimmung eint beide. Der Friede Gottes, der da höher steht denn alle Vernunft, die ja sowieso blutleer und nur was für Asphaltliteraten ist, wie wir wissen es ja, und du bist nichts, dein Volk oder Gott, dagegen alles. Natürlich führt das zur Fetischbildung. Einen Gott gibt es so wenig wie ein Volk oder einen Staat zusätzlich zu den Individuen, aus denen S oder R besteht. Und deshalb brauchen beide der Gewalt, neben der Gewalt auch die Lüge, das Verbrechen an der Logik, das meines Erachtens schlimmer ist als jedes noch so blutige, denn es beseitigt dessen ernstestes Hindernis. Selbst wenn es, wie so oft im Privatleben, zunächst folgenlos gar eine Bagatelle zu sein scheint. Endlich kommt ein Punkt, dass ich einen Kommentar geben kann. Also das, was der Autor hier gerade eben sagt, der Fritz Erik Hövels, da trieft natürlich nur der Atheist und Gottesverleugner so heraus, dein Volk oder Gott ist alles. Das führt natürlich zu Fetischbildung. Ja, bei römischen Katholiken, aber nicht bei wahren bibelgläubigen Christen.
diese Person Fritz Erik Hövels ist absolut nicht in der Lage, ein Urteil über die Bibel zu geben oder über den Schöpfergott zu geben, da er ihn überhaupt nicht kennt. Er assoziiert das Christentum mit der römisch-katholischen Kirche. Ein ganz großer Fehler, wie wir bibelgläubige Christen ja wohl inzwischen wissen. Und in solchem Licht muss man natürlich dann auch solche Sätze hier lesen. Ja? Er sagt doch hier tatsächlich, Gott gibt es so wenig wie ein Volk oder einen Staat zusätzlich zu den Individuen, aus denen S oder R besteht. Ja? Also er leugnet hiermit, dass es den Schöpfergott gibt und dass er ein Volk hat. Er leugnet hiermit Jesus Christus und seine Braut hier auf Erden, seine Folger, seine Heiligen. Ja? Das wird alles hier verleugnet, weil er alles in einen Topf wirft und überhaupt nicht erkennt, was für eine giftige Suppe er damit kocht. Ja? Also ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Satz, eine ganz gefährliche Person, dieser Fritz Erik Hövels auch. Ich kann nicht oft genug davor warnen. Es sind einige sehr interessante Dinge hier, die er geschrieben hat, die ich sehr interessant fand, ja, dass der Überbleibsel oder die Überbleibsel der CDU, dass man die halt in die SPD gesperrt hat, da kommt dann auch so ein toller Mann her wie der Helmut Schmidt, ne? Wie wir ja hier gelesen hatten, er hat ja den Nachnamen nicht gesagt, aber es ist ja wohl deutlich, über wen er hier gesprochen hat. So viele Helmuts gab es ja in der deutschen Politik nicht und schon gar nicht auf hoher Ebene. Aber auch das mit der Indoktrination, das Abschaffen des Morgentauplans oder nicht Folgen des Morgentauplans und eben aus der Bundesrepublik Deutschland ein Schaufenster des Westens zu machen, eine US-amerikanische, einen US-amerikanischen 51. Staat im Grunde, all die ganzen Dinge, die ihr genannt habt, die fand ich gut, deswegen habe ich das Nachwort auch gelesen. Aber dieser Satz gerade eben, der tut mir die Zehennägel hochrollen lassen. Ja? Aber wir sind beinahe durch. Die tiefste Substanzgleichheit von alter Religion und modernem Faschismus, welche auch deren politische Funktionsübereinstimmung erklärt und welchen denkenden Menschen erinnert das Setzen der römischer Kaiser, nachdem die bloß militärisch-polizeiliche Lesung keinen dauerhaften Erfolg hatte bringen können, auf die Kirche, nicht an das entsprechende Setzen der Harzburger Front auf die NSDAP, besteht freilich in der erst durch Freuds Funde erkennbar gewordenen Orientierung beide auf Verdrängung, auf Ich-Schwäche statt Ich-Stärke, somit mit der Folge der Projektion. Und jede Projektion manifestiere sich in gemeinsamen Klatsch oder in den Spalten oder Mattscheiben gleichgeschalteter Medien, führt, wo sie kann, unausweichlich auf Scheiterhaufen und in Gaskammern. Ja, diesen Satz, wenn man ihn richtig versteht, ist gar nicht mal so verkehrt. Ja? Die tiefste Substanzgleichheit von alter Religion und modernem Faschismus. Weil beides aus derselben Quelle springt, weil beides aus demselben Ei geschlüpft ist, weil beides babylonischen Ursprungs ist und weil beides von Anfang an von der römisch-katholischen Kirche gesteuert wird. Das erzählt Fritz Erik Hövels hier nicht bei. Deswegen braucht ihr meine Kommentare in dieser Lesung. In der Primärfassung seiner Massenpsychologie des Faschismus hat Wilhelm Reich diesen Zusammenhang, diese unbewusste Mechanik bzw. Kraftquelle beider Ideologien bzw. Organisationen anschaulich dargestellt. Doch das ist ein neues Thema. Es lässt sich aber nur angemessen erschließen, wenn die gegebenen und so oft geleugneten historischen und gesellschaftlichen Tatsachen bzw. Belege bekannt sind. Und diese sind gar nicht so leicht zugänglich. Es ist Deschners unvergängliches Verdienst, sie erstmals und früh genug vor einem breiteren Publikum ausgebreitet zu haben. Mit diesen letzten zwei Sätzen stimme ich zu. Es lässt sich nur angemessen erschließen, wenn die gegebenen und so oft geleugneten historischen und gesellschaftlichen Tatsachen bzw. Belege bekannt sind. Da kommt mein Kanal. Ne? Deswegen nenne ich mich Stunde der Wahrheit. Weil eben diese historischen und gesellschaftlichen Tatsachen, die uns nirgendwo sonst gelehrt werden, bei mir aufgrund von dem Finden von alten und Lesen von alten Büchern ans Licht gebracht werden. Ganz wichtig. Das ist genau wie er sagt, Deschners unvergängliches Verdienst.
dass er hier 1965 bereits ein so kritisches Buch geschrieben hat und ganz deutlich die Zusammenhänge zwischen der römisch-katholischen Kirche, dem Faschismus, dem Nationalsozialismus aufgedeckt hat. Was er vergessen hat, das ist, dass der Kommunismus nur die andere, die zweite Seite derselben Medaille war. Das hat er uns nicht gelehrt in diesem Buch. Aber das wird ja hoffentlich auch durch meine Kommentare mehr als genug hervorkommen. Mehr als genug bekannt ist es denjenigen, die meinen Kanal verfolgen, sowieso. Die Reduktionen von Paraguay im Ende des 16. und durch das ganze 17. Jahrhundert durch, bis an den Anfang des 18. Jahrhunderts, knapp 150 Jahre, war der erste Großversuch des Kommunismus, der dann später in der Sowjetunion durchgesetzt wurde mit der bolschewikischen Revolution, die von Jesuiten geschulten Lenin durchgeführt wurde und dann später den Jesuitenpriester Stalin an die Macht setzte, um dort den Atheismus, und das ist ja der Hövels, genau wie der Otto Deschner auch ein Atheist, um den Atheismus dort durchzusetzen und dadurch die orthodoxe Kirche zu vernichtigen. Die katholisch-orthodoxe, die Ostkirche, die seit dem Schisma von 1054 ein großer, großer Feind der römisch-katholischen Kirche war. Und da, wo die beiden aufeinander stoßen, diese Ostkirche und die weströmische Kirche, das war der Balkan. Und deswegen kam es da in Kroatien zum Knall, der das Thema dieses Buches war. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ob ich, wie gesagt, mit Kapitel 1 und so weiter fortfahre, das steht auf einem anderen Blatt, da bin ich noch nicht sicher. Soweit erstmal für heute möchte ich verbleiben, mit euch anzuraten, ganz, ganz nah ans Herz zu legen. Bitte, bitte, studiert erst eure Bibel. Nur wenn ihr in der Bibel sicher steht, kann man ein solches Buch überhaupt verstehen. Sonst ist dieses ein rein weltliches Buch, das dem Christentum einen ganz schlechten Anstrich gibt, weil eben die römisch-katholische Kirche sich als Christentum ausgibt. Und weder der Autor noch der Schreiber des Nachworts, Fritz Erik Hövels, haben das erkannt und haben das bekannt gemacht, weil sie selber Atheisten sind und mit der Bibel nichts zu tun haben wollen. Und daran kann man wieder einmal sehen, wie wichtig für das wahre Verständnis es ist, an erster Stelle die Bibel zu kennen. Und damit möchte ich verbleiben für heute. Bitte, lest eure Bibel. Maranatha.